So, Freunde der APO, der haut heute die brutalsten Preise raus. Bis zu 70% Tagheuer, Breitling, Omega. Lasst euch überraschen. Ich würde sagen, schlag zu und kauft diese Uhren zu den phänomenalsten Preisen. Ich bin selber überrascht, was da alles kommt. Wir legen los. Lange haben wir darauf gewartet. Ja, herzlichen Glückwunsch, sage ich schon. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ja, hat der Armee war sich schon so nett und hat schon hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar geht es um Uhren unter 3000 Euro. 35 Normalerweise Euro. Müssen wir auf den Stuhl den Bären tun, oder? Ja. Boah, ey, man hat mich gar nicht gesehen hinter dem Bären, oder? Nee, lange nicht. Guck mal gerade. Alter, krass, guck mal, man sieht mich nicht. Er hat so einen großen Kopf. So, neues Video. Ich freue mich. Uhren unter 3000 Euro. Lange haben die Leute auf die Uhren gewartet. Wir selber ja auch. Ja. Wir haben ja auch. Also ich habe wirklich sehr viel für diesen Lot getan, um den Lot auch zu kriegen. Jetzt ist er endlich da. Ich würde sagen, wir gehen nochmal so ein bisschen genauer auf die Details ein, also auf die Modelle eingehen. Ich würde eher auf deine Herangehensweise angehen. Auf die Uhren kannst du auch angehen. Aber geh doch darauf ein, wie du heute die brutalsten Einsteiger-Uhrensammlerpreise überhaupt raushauen willst. Der läuft die ganze Zeit aus. Der ist schon die ganze Zeit auf Herz. Soll ich nochmal irgendwie anders anfangen? Nein, du sollst einfach nur erklären, wie du zu den Preisen kommst und warum du die günstigsten Preise überhaupt raushaust. Ich möchte denjenigen, die sich für eine Uhr interessieren, einen Gefallen tun. Das ist cool. Das ist doch schön, wenn ich jetzt überlege. Wo siehst du, 3000 Euro ist auf jeden Fall Einstiegssegment? Wenn ich anfange, dann gibt es auch schon Uhren für die Hälfte. Bestes Beispiel. So, ich gebe jetzt hier. Das ist so mit Krone, kann das sein? Ja, und ist deine Herangehensweise? Ja, okay. Also, es ist ja ist meine Herangehensweise. Krone 24 ist ja so eine Plattform für Uhren. Kennen die meisten mit Sicherheit ja. Da habe ich Folgendes gemacht. Ich gebe die Referenznummer der Uhr ein. WAR 5011. Ich sehe, Preis aufsteigend. Ich gehe auf Standort nach Europa. Wer kommt als erstes? Natürlich wir. Unsere Uhr ist aus 2019, die ist umgetragen, die ist neu, ist mit Stahlband, haben wir inseriert für 1490. Der nächste hat eine Uhr drin mit Lederband für 1790, 1800, 2000. Die erste ist 2011 mit Stahlband, kostet 2499 Euro. Also bist du dann so gesehen? Mit Abstand. Mit Abstand. Ne? Gab es eine kleine Unterbrechung? Ja, so ist meine Herangehensweise bei der Tagheuer zum Beispiel. Wir können ja mal die nächste Tagheuer nehmen. So, da gebe ich dann wieder die Referenznummer ein. CAT. Standort, Europa. Günstigste zuerst musst du machen? Nee, die erste ist in Ungarn. Die ist gebraucht, kostet 1900 Euro. Unsere ist umgetragen aus 2019, kostet 1490 Euro. Also, was heißt Uhren bis... Ist ja gar nicht. Also können wir sagen, theoretisch, wir haben... Es sind super Einsteiger-Uhren, haben wir. Du kannst also... Du, guck mal, wie die Uhr aussieht. Also es ist wirklich wunderschön. Ich hatte die gestern auch in einem Livestream, ne? Mhm. Also... Ja, ist okay. Ja? Mhm. Die sieht echt schön aus. Ich werde jetzt die... 1490 Euro. Also es ist okay, es ist immer noch viel Geld, aber trotzdem für eine Automatikuhr von einem renommierten Hersteller finde ich die Uhr sehr, 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 sehr gut. Was, so. Hier, was für Marken alles? Tagheuer haben wir ein paar. Omega-Uhren haben wir ein paar. Ich kann ja mal hier gerade. Ich kann hier mal gerade die originale Herangehensweise. So. Genau, meine Uhr ist zum Beispiel aus 2021. Die Uhr ist neu. Das ist eine Seamaster GMT. Ich gehe einfach drauf auf Standort Europa und gucke, was ist die günstigste. 499, 49. Die ersten Modelle, das waren andere Modelle. Das ist eine, keine Seamaster, sondern eine Aquaterra. Ja, also die kostet jetzt von Chrono 24 direkt sogar 5250, 5290. Und bei uns? Die ist drin für 4900 Euro. Wir tun die einfach rein für 3,9. Wir wollen sie auch verkaufen. Und wir wollen ja demjenigen, der sie auch kauft, und ich sehe gerade, die Uhr kostet 7.700 Euro Liste. 7.700 Euro, also ist mehr wie 50%. Mehr als 60% können wir machen. 60%, ja. So, dann nehmen wir einfach mal eine Breitling. Okay.
wie in dem Fall, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Breitling. Ich sehe nur den Listenpreis, 10.840 Euro. Ja, das ist die Uhr. So. Boah, ich wusste gar nicht, dass sie so teuer ist. Also vom Listenpreis her, ne? Die kostet 10.840 Euro. Kann aber auch sein, dass es Dollar ist, ne? Aber es sind halt um die 10.000 Euro. So, dann gehen wir halt hin, machen wir halt einfach Filter, Standort, Europa, ups, nach Preis, Preis aufsteigend. So, wir haben eine drin aus 2015, die ist gebraucht, ist ohne, ist mit Box, ist aber ohne Papiere. Die nächste wäre in England. Ist auch schwierig, ist, England, ne? Mittlerweile aber keine Europäische Union mehr. Die nächste wäre drin für 4.890 Euro in Antwerpen aus 2014 und gebraucht. Unsere Uhren sind alle neu und ich denke, die wird kosten 4.490 Euro. Okay. Aber da haben wir jetzt wieder zwei Uhren über 4.000 Euro. Ne, die war bei 3 noch, ne? Ja, 3 noch, hast du gesagt. Hast du auch so richtig günstige Dinger da? Hä? Die waren doch günstig, Mann. Die kosten hier nochmal. Das Video heißt halt, ab und knallt die Preise im Keller. Hab ich, mache ich ja. Ich gebe halt, also wenn ich jetzt teilweise sehe, jemand inseriert die Uhr gebraucht für den Preis, ist meine Uhr neu für günstiger drin. Viele haben nach der Uhr gefragt. Aber die ist halt drüber. Die ist halt über, die hat ja auch einen Listenpreis, der. Sollen wir mal gucken. 4, 2, 3, 5. So, hier ist das Zertifikat der Uhr. 5, 3, 5, 3, 4, 2, 0, 5. Zack. Gibt's keine. So, die gibt's nur im anderen Blatt. Standort Europa. So, unseres aus 2021. 7.490 ist die erste drin, ohne Originalpapiere. So, schon mal eine ohne Papiere. Aber egal, ich würde sagen, die tun sie auch für 7.490 Euro rein. Mit Papier. Drin. Ja, mit Papier natürlich. Die nächste wäre dann 2011 7.500 Euro, 8.900 Euro, 10.000, 10, 10, 10, 11, 12. Also ich kann mir vorstellen, dass die auch schon so um die 14. Was denkst du, hat die Uhrliste dann kostet? Gute Frage. Ich denke an die 15, 16, 17. Also bist du wieder fast. Hat ein Koaxialwerk, hat eine originale Diamantlünette, hat ein Perlmutt-Diamantblatt. Was teilweise bei dem einen oder anderen Hersteller, wo das Zifferblatt nur 5.000 Euro kostet. Nur das Blatt. Der BS-Ersatz noch diese Woche. Genau. Henry ist heute leider nicht da. Also was heißt leider? Wir gönnen es ihm. Wir gönnen es ihm. Sollen wir einmal die ganzen Modelle einmal durchgehen? So, wir können ja mal ganz kurz, genau. Ein paar Breitling-Modelle haben wir da. Die sind dann, glaube ich, teilweise knapp über 3.000 Euro. Ja. Was sind das für Tag-Weier-Modelle da oben? Link, Aquaracer, Carrera. Hier sind auch Damenmodelle, ne? Also guck mal hier, die zum Beispiel. Die kostet 1.400 Euro. Die andere da drunter kostet, glaube ich, noch weniger. Kostet 1.400 Euro, das ist eine nagelneue. Die hier kostet 890 Euro. Neue Tag Heuer mit einem, guck mal hier. Was hast du da? Hier. Stahlgold. Kostet 2.000 Euro. Mit Perlmuttblatt, ne? Perlmutt-Diamantblatt, ja. Also es ist auch was für die Damen dabei. Also solche Sachen. Gestern haben wir ja wieder jemand gesagt, nichts für Damen dabei, oder? Ja. Wir haben ja ein Damenvideo gemacht, das können wir verlinken, aber es guckt sich immer noch keiner an. Ja, egal. Hauptsache, wir haben es gemacht. Diese Perlmutt-Sachen und die Diamant-Sachen und so, ne? Alter, die würden ja bei anderen Herstellern, die sieht böse aus, ja. Die würden ja bei anderen Herstellern eine Stange Geld kosten. Ne? Ja, also ich meine, wenn du jetzt ein Perlmutt-Diamant-Zifferblatt von Rolex nimmst, bist du aktuell bei um die 4.300, 4.400 Euro. Hier, auch eine sehr interessante Uhr. Das ist Keramik? Das ist Keramik, ja, ja. Aquaracer, Formula. Guck mal, bitte. Ist Geschmackssache? Mhm. Ja? Diamantblatt, ne?
Echt, ist ja auch zu teuer. Ja, also kostet 1200 Euro. Das sind auf jeden Fall die günstigsten Preise, die man dafür bekommt. Also du weißt, wie ich mich orientiert habe. Du weißt, wie ich das ganze Thema angegangen bin. Die kostet auch 1200 Euro. Die ist auch keramikschwarz. Die ist, finde ich, sogar ein bisschen schöner. Ja. Weil die halt etwas kleiner ist. Ja, genau. Ja, also guck mal. Die Carreras? Auch 1400 Euro. Ja. Aquaracer. Musst du bist halt selber überrascht über die Preise. Ne? Nein, nein, ich wusste, ich hätte... Du weißt, also ich wollte die diese Ware unbedingt haben. Die finde ich auch cool. Das 2400 Euro ist ein bisschen teurer wie die anderen, aber sieht halt auch dementsprechend gut aus. Ist sehr groß. Es hat halt goldene Zahlen, goldener Zeiger, dunkelblaues Zifferblatt oder eher schwarz sogar teilweise sogar. Aber die sind halt preislich. Was willst du da verlieren? Wenn du eine Uhr für 2400 oder 1400 Euro nagelneu kaufst, den Preis wirst du theoretisch immer wieder dafür kriegen. Also auch siehst du die auch. Das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Ja, also sind immer noch ein. Ich meine, das soll jetzt nicht so rüberkommen wie, ey, wie verdient ihr nichts oder so. Ne? Es ist okay, aber in dem Fall ist es schon eher so ein Wechselgeschäft. Ne? Hier, 1500 Euro. Boah, zeig mal die hier an mir. Diamant-Lünette Perlmutt-Zifferblatt, die kostet 1500 Euro. Das finde ich für eine Dame eine wunderschöne Uhr. Also man kann auf jeden Fall auch gute Geschenke hier finden. Was mit den Breitling-Modellen? Die sind auch alle 60% ungefähr. 50%. Je nachdem. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei stehen geblieben, dass du gesagt hattest, du möchtest dass die Preise halt fair und günstig halten, damit viele die Möglichkeit halt haben, auch sich was zu gönnen. Ne? Mhm. Weil hier sehe ich auf jeden Fall oft, Einstieg. Ne? Du weißt ja auch, oft war es ja auch so bei den Videos 50.000 hier, 180.000 da. Es ging ja echt immer in diese Schiene. Ne? Und es war ja auch immer so, dass bei einer Rolex mit einem Einsteiger mittlerweile du ja bei fast 10.000 Euro bist und dass wir dann so ein bisschen normalisieren wollten. Ich kann euch aber an der Stelle sagen, es ist schwer an so einen Lot dran zu kommen, weil die Preise müssen ja auch passen. Ja. Also ich muss ja auch theoretisch, wenn ich mich nach den günstigsten orientiere, muss ich ja auch Geld verdienen. Das ist ja natürlich A und O. Besonders bei so einer Uhr für 890 Euro. Da, also viel ist da nicht drin. Ich meine, der ein oder andere, der jetzt ein bisschen, der sich mit der Materie auskennt, ich hatte ja auch zu dem Vorfall gesagt gehabt, das habe ich im Livestream gestern erwähnt gehabt, das ist ein großer Lot gewesen von einem Konzessionär, der einen Wasserschaden hat im Keller, wo die Boxen nicht mehr dabei sind. Also es gibt keine Boxen. Die Uhren sind alle nagelneu, alle haben Papiere, aber die Boxen sind leider nicht mehr dabei. Wenn wir jetzt auch noch hingehen, die Boxen kaufen, dann müssen wir euch das natürlich dementsprechend auf die Uhr packen. Das sind dann, keine Ahnung, 100, 150 Euro oder so. Macht schon sehr viel aus dann, theoretisch bei 1400, 1500 Euro, je nachdem. Ja, aber ich habe mich gefreut. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir den Lot haben und ja, dass wir euch den Gefallen tun können. Breitling-Uhren sind ja auch dabei. Omega-Uhren waren jetzt, glaube ich, nicht so viele dabei, oder? Das ist jetzt einmal die 2-3 Uhren. Da sind auch so ein paar Heavy-Dinger von Breitling dabei, ne? Wo liegen die so preislich? Genau sowas. Die ist cool, die Uhr. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, sie ist nichts und so. Ja, vielleicht für den Typen, es muss auch zu den Typen passen. Henry wird die Uhr bestimmt feiern. Also hat er auch. Ja? Hat er? Ja. Okay, geil. Du hast halt wirklich so eine riesengroße Uhr und kaum Gewicht. Ja, okay, für mich wäre die zu groß. Aber die sieht, ey, das Blatt sieht schön aus. Nee, die Uhr an sich ist schon sehr, sehr gelungen. Ja. Was kostet die? Gute Frage. Breitling Arenga. Ich habe die Referenzen jetzt nicht im Kopf, deswegen muss ich erstmal eine Uhr finden. €4.690. Die kostet wohl 6.000 Euro Liste. Nach Preis. Weltweit ist das jetzt, ne? 4.000 in Lettland, in Polen, in Spanien, in Italien, Hongkong, Irland, Italien, Hongkong. Deutschland ist 4.600 Euro. Ich würde einfach sagen, hier unten 4.300, 4.290 Euro. Fairer Preis. Ist irgendwie die günstigste. Also du bist so gesehen immer der günstigste auf Chrono, wenn man in Europa nach den Uhren sucht. Genau. Den ich will die auch verkaufen. Ich will ja nicht den Laden schön machen mit den Uhren.
Deswegen geht es ja auch so schnell, hast du ja gesehen, mit den Tag Heuer Uhren. Wie machen wir das am besten so, dass wir das auch mit den Zuschauern kommunizieren? Der kann bei uns auf die Internetseite gehen, der kann dann hingehen und gucken, Tag Heuer. Wenn er Tag Heuer anklickt und die Uhren dann die Preise sieht, dann wird er ja sehen. Okay, also kommen die dann bis zum Videostart bei uns auf die Webseite? Teilweise sind ja schon viele. Ja, wir werden natürlich die ganze Zeit auch unterbrochen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Deswegen zwischen Tür und Angel machen wir gerade das Video. Vielleicht ändern wir ja was daran. Ja, werden wir auf jeden Fall. Wir müssen uns auf jeden Fall eine neue Location. Location wäre krass. Ja, ist ja eine andere. Wie ist der? Also ein Tapetenwechsel. Ein Tapetenwechsel. Sagen wir mal so. Ein Tapetenwechsel wäre nicht verkehrt. Und wenn wir natürlich nicht gestört werden. Wir haben seit neuestem ja auch die Fenster offen. Da hört man jeden AMG, jeden Lambo, jeden Ferrari, der hier durchbrettet. Also wenn ihr bei uns vorbeifahrt, einmal kurz auf die Hupe und dann durch die Straße ballern. Wir haben ja natürlich auch noch Breitling-Modelle da, Breitling-Uhren. Die kommen natürlich auch jetzt im Laufe dieser Woche auf die Internetseite. Würdest du sagen, dass du 60% unterm Listenpreis bist? Teilweise sogar mehr. Breitling kostet $10.800, glaube ich. Macht umgerechnet 10.000 Euro, die haben wir drin für 4.200 Euro. Und bei den Tag Heuer Uhren muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dann können wir mal ganz kurz gucken, was die Uhr, vielleicht finden wir einen Listenpreis drauf. Mhm. Tag Heuer. Akzeptieren. Die kostet 4.000 Euro. Die Uhr kostet 4.000 Euro. Die haben die drin für 1.500 Euro. Das sind ja fast 70%, oder? Ja. 65. Für eine nagelneue Uhr, ne? Für eine nagelneue Uhr. Du kannst das Ding auch finanzieren bei 4.000 Euro. Zahle 690 Euro im Monat. Bei Tag Heuer? Bei Tag Heuer. Über Klarna? 12,90 Euro Zinsen. 12,9% Zinsen. Also am Ende kostet ich nur einen Zehner. Sind das in deiner Meinung nach Fehlkäufe hier? Irgendwas? Nein, was für Fehlkäufe? Ich meine, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt einfach sagt, ich habe eine Summe X gespart und ich möchte das halt ausgeben für eine Uhr. Eine gute. Das sind alles sehr gute Uhren, ne? Mhm. Also dem einen gefällt die, dem anderen vielleicht nicht und so, ne? Aber unterm Strich die Preise, ich habe gerade gesehen, also die gibt es noch online. Wollen wir nochmal bei einer gucken? So, warte mal hier, ich finde jetzt CAT 2015. Limitiert auf 1550 Stück. Krass. Leonardo DiCaprio. Weißt du Bescheid? Das ist die Uhr hier. Such mal nach der Modellnummer da unten. Dieser Artikel ist zurzeit leider nicht verfügbar. Aber auf jeden Fall kosten ähnliche 4.500 Euro. Ja, das ist eine limitierte Edition. Gibt da auch irgendwas hinten drin? Klar, da ist seine Unterschrift auch drauf. Niemals. Ja. Das heißt stark. Oftmals ist es ja so, dass die meisten den einen oder anderen die Uhr halt nicht gefällt, weil sie, keine Ahnung, irgendwie ein Logo oder so auf dem Zifferblatt hat, was dann wirklich nicht jedermanns Sache ist. Aber in dem Fall hast du wirklich ein dunkelblaues Blatt, was halt einfach schön ist. Ich glaube, die kostet 3,5 oder so. Was kostet die bei uns? 1.500. Also, das Problem ist, die sind alle ausverkauft, weil die gab es ja nur eine kurze Zeit und dann ist die ja verkauft worden. Was ist mit der Carrera da oben links, die? Die? Nee, da unten. Die, ja genau, die. Die würde mich mal interessieren. Was die kostet? Ja. Komm, I show you. So, mittlerweile ganz einfach geworden, Listenpreise rauszufinden. 5.200 Euro waren ja. Alles klar. Tagheuer.com. Die kostet 4.500 Euro. Wir haben sie drin für 2.700 Euro. Oder du kannst sie halt finanzieren mit 12,9%. Also nichts gegen Finanzierung, aber 12,9 ist schon ein bisschen Säge, weißt du? Ja, stark. Also ich würde noch einmal die Uhr interessieren, weil die fand ich persönlich sehr schön. Ich fand die andere schön, aber jetzt finde ich Leonardo DiCaprio schon. Echt jetzt? Bist du so Leonardo DiCaprio-Fan? Ja, schon cool. Ich mag den auch, klar, aber ich weiß nicht, ob ich mir... Denzel Washington Edition, gell? Hättest du gekauft, oder? Safe. Denzel. 4.850 Euro kostet die Uhr ohne Stahlband. Kann man auch mal wissen, was die mit Stahlband kostet, oder? 4.850? Ja, 4.850 Euro kostet die Uhr. Und bei uns? 2.400 Euro. Also nach dem Video jetzt am Sonntag
jetzt so ein Video rauszuhauen. Ne? Oh. Also ich hoffe, das ist mehr als genug. Ja. Ja, gibt es sonst noch etwas, was du wissen möchtest? Ah, mein Lieber. Danke dir. Wie geht's weiter? Was werden wir demnächst machen? Jetzt kommt der Sommer auch ein bisschen. Ne? Ja, wir haben ja das erste Halbjahr ist ja vorüber. Das Video kommt ja jetzt, ist ja jetzt diese Woche gekommen. Ist das schon gekommen? Das muss ja jetzt kommen. Aber welches kommt denn als erstes? Kommt das oder das andere? Nein, das andere, weil wir haben schon Mitte Juni. Juni ist schon fast zu Ende, weil es nicht mehr witzig ist. Dann ist das schon ein halbes Jahr schon vorbei. Du findest das schon eine Lösung. Okay, schön. Und dann hoffen wir auch, bis dahin haben wir auch... Ja, war ja wirklich sehr turbulent. Ja. Das Jahr an sich. Ist ja auch sehr interessant. Jetzt ist ja Halbzeit, ne? Und ja. Und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir dann noch den Tapetenwechsel bis dahin geschafft. Ich hoffe. Mal gucken. Ich würde mich freuen. Ja, danke dir. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und ja, ich wünsche, der eine oder andere kann sich somit die erste Uhr gönnen. Oder? Oder Uhren sammeln. Oder Uhren sammeln. Oder Uhren tauschen. Oder verschenken. Oder verschenken. Ja, ist ja was Schönes dabei für Damen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Bis demnächst. Ciao. Muss ich aufstehen? So, Freunde, wir danken euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Hinterlasst uns auf jeden Fall einen Kommentar. Ich freue mich auf die Diskussionsrunde. Hinterlasst uns ein Like. Geht auf jeden Fall ans Glöckchen. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns folgen würdet. Bis demnächst. Genießt das Leben. Ciao.